Hallo und herzlich willkommen zum LS22 zur FarmCon Tag 2. Heute haben sie die US Elm Creek Map vorgestellt und da schauen wir uns noch mal ein bisschen an, was sich so alles getan hat. Das Ganze gefällt mir ja extrem gut. Man kann nämlich so wie man hier sieht, bei den ganzen Gebäuden unten mit diesen kleinen Geräten hineinfahren ohne irgendwelche Probleme. Man kann sogar was herstellen. Und da sieht man schon das ganze Fenster, das was hier ist. Hier haben wir auch noch was. Wie man sieht, das wie ist das noch? Das Parallax Occlusion Mapping macht hier, ich hoffe, das ist das, wirklich gute Arbeit. Dann haben wir hier natürlich auch was. Das Boot mit allem drum und dran, der See hier. Gut, das von die Höhe habe ich schon gesagt. Was Multiplayer und Singleplayer betrifft. Gut, dann Gameplay. Punkto Gameplay. Mach mal schon. Also ich finde, das sieht ehrlich gesagt wirklich genial aus. Kann auch die ganzen Tore öffnen und schließen, dass da oben fährt einfach so runter. Und natürlich haben wir da auch natürlich das ganze Gameplay. Im Hintergrund ist ein John Deere, ein alter John Deere, also es gibt auch alte Fahrzeuge, das werden wir heute wahrscheinlich noch sehen in diesem Video. Ich versuche es natürlich auch etwas kurz zu halten und man sieht auch unten, dass hier das gängigste Stroh herumliegt. Das ist Weizen, der hat sich auch sehr schön verändert, muss ich sagen. Ich hoffe, weil ich habe unter Umständen nicht alles richtig mitbekommen. Ich verstehe zwar Englisch, aber nicht alles. So. Was sehen wir? August, Sonne, 11.30 Uhr und die Euros. Finde ich wirklich genial und jetzt sollte auch irgendwann fahren. Ja, und hier sehen wir auch die Animation, die 3D-Animation, die also 1000:1, also grandios gemacht, würde ich sagen. So, sehen wir hier nicht. Und hier. Man kann auch wählen zwischen Automatik und Schalten. Das ist nochmal Drive, neutral, rückwärts. Und man kann auch, wie gesagt, die Gänge selber wählen. Je nachdem, wie man das Ganze macht. Hier erklären sie nochmal das Ganze. Schaut wirklich genial aus. Gut, dann geht's weiter. So, ja, hier haben sie noch die Reifen gezeigt. Das sind Continental-Reifen auf den alten John Deere 7810. Es gibt auch neue Gewichter. Und ich finde, der ist auch wirklich, wirklich gut geworden. Da wird sich mein Neffe wieder freuen. Hoffentlich. So. Ich habe auch gerade gesehen, dass hier unten das automatisch war. Dass das Ganze automatisch gestellt war. Ich hoffe, das hört man jetzt. That, and if we exclude trailers. Yeah. But you can see that's automatically changing the gears, and also if you have a close look, it's
ich hoffe, ihr habt das gehört. Also der Motor hört sich wirklich brutal an. Also das haben sie mal wirklich sehr gut gemacht. Gut, dann natürlich kann man hier auch abladen und wieder beladen und was halt alles noch so üblich ist. Soweit es passiert hier eigentlich nicht viel. Archer 1, das hört man hier gleich. Part. And if you have a listen to the sound, you also hear when each cylinder is at the end and it's locking into. Also, das hört sich an wie original und das Einfahren ist auch wie original. So, das war mal der erste Teil. Dann gibt's hier natürlich den zweiten Teil. Und hier wieder mal mit einer großen Scheibenecke gefahren mit dem neuen Case. Natürlich, wenn man mit der Scheibenecke fährt, bleibt das Stroh da. Mit, so wie ich gehört habe, beziehungsweise rausgehört habe, wird mit einem Grupper alles wirklich komplett übergedreht. Sollte man die hier nicht sehen. Natürlich fährt er hin und her und zurück. Da sieht man noch die ganze Karte oder einen Teil der Karte. Und die ganzen Bäume sind so gewählt, dass hinter den Bäumen, beziehungsweise das, was hinter den Bäumen ist, wird nicht gerendert. Also das heißt, es ist Performance schonender. Gut, natürlich. Das bekommt man als Pre-Order damit. Den Class Xerion Saddle Track. Er zeigt dann auch noch im weiteren Folge, dass man das Rohr da vorne ausfahren kann und mit dem entsprechenden Gerät auch überladen kann. Ist auch ein schönes Ding, was sie da gemacht haben. So, dann fährt er damit. Hierher und fängt einmal an zu düngen. Und punkto Düngen kann ich auch gleich eines sagen: Man kann nämlich auswählen, ob man nur eine Düngestufe macht oder zwei. Irgendwie finde ich das unnötig, aber nun ja. Weil, wieso fährt man dann oder wieso stellt man dann nicht auf einmal um, wenn man sowieso nicht zweimal oder so. Wieso stellt man auf zweimal um, wenn man mit einmal auffahren kann? Na gut, außer man hat zu wenig Gülle. Okay, lasse ich mir eventuell noch einreden. Gut, ja, wie gesagt, hier sieht man das Rohr, wie das Ganze ausfährt. Er fährt dann weiter. Und das war's nun momentan. Da sieht man noch das Ganze. Die Schaltung, also die Automatikschaltung, Weizen. Schaut auf jeden Fall gut aus. Durch Saddle Truck. Gut, dann haben wir das. Ah ja, hier sieht man auch schön die Steine. Was haben wir? Und hier hat man dann auch noch das Verkaufen bzw. produzieren. Weil wenn man das hier produziert, kann man sich, bzw. sieht man hier in diesem Menü, das ist dann, wenn man da oben hat man abgeladen, hier ist der runtergegangen und hier kann man das alles beobachten und gleich sieht man es. Ja, hier sieht man das Mehl. Weil hier sieht man das im Prinzip, du kannst halt Mehl produzieren, Flurmehl. Dann kannst du sagen, entweder verkaufen das Mehl oder weiter transportieren
oder du wirst es selber transportieren. Also automatisch transportieren zur Bäckerei, also Bakery, oder Verkauf oder selber transportieren. Und dann siehst du auch noch, mal schauen, ob ich das finde. Nämlich, jetzt gehen wir wieder zurück. Bei der Bakery. Nämlich, man braucht für Brot Mehl, Zucker, Milch, Eier, Butter und Strawberries, also Erdbeeren. Das heißt, Erdbeeren werden wahrscheinlich durch Glashäuser wahrscheinlich angebaut. Anders kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Also man braucht Kühe, Hühner, man braucht Zuckerrüben oder eventuell Zuckerrohr, man braucht Weizen, Gerste, vielleicht Hafer auch noch. Man braucht die Milch zum Butter produzieren, man braucht die Milch für das. Also sehr umfangreich, wenn man die Produktion im Laufen halten will und mit Produktion arbeiten will. Ich finde es ja sehr interessant. So, und jede Farm kann natürlich auch extra alles produzieren. Ich habe es jetzt leider nicht rausgehört und bitte verteufelt mich auch jetzt auch nicht. Aber so viel ich rausgehört habe, kann jede Farm extra für sich produzieren. Also man ist nicht da aufgehalten, dass man warten muss, bis die andere Farm fertig ist. So, und weiter, was haben wir da noch? Ja, da ja, eines sieht man noch, man braucht, also wie viele Teile man braucht. Also man braucht zwei Teile oder 2 Liter Mehl, man braucht von allen 2 Teile, 2 Liter, je nachdem, für 4 Kuchen. Dann steht auch 5 Zyklen gibt es pro Minute und pro Minute kostet das Ganze auch 5 Euro, also das Ganze kostet auch. Finde ich im Prinzip auch okay, aber ich glaube, das kommt darauf an, wie man das Ganze einstellt. Nein, das Ganze kostet, okay. Dann, was haben wir dann noch? Im Hintergrund sehen wir einen alten Marcel Ferguson mit Frontzentralik, und ich finde es genial, dass sie auch alte Maschinen jetzt hineingenommen haben. Das haben wir auch schon vorher gesehen mit dem alten John Deere. Jetzt der alte Ferguson. Und was haben wir da noch? Gut, sonst haben wir dabei nichts. Gut, das war jetzt Tag 2. Und im Tag Nummer 3 kommt auch noch das Landscaping zum Einsatz. Natürlich kommt danach wieder ein Video von mir. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend und guten Morgen. Wir sehen uns dann. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.